Herzlich willkommen wieder auf unserem Kanal, liebe Community. In diesem Video zeige ich euch das Anlernen und die Einrichtung unseres Homatic IP DALI Gateways. Falls ihr mit dem Begriff DALI derzeit noch gar nicht so viel anfangen könnt, dann klickt natürlich gerne auch einmal auf die Infokarte. Da bekommt ihr noch ein paar weitere Informationen zu diesem Thema. Ich habe hier heute bereits eine DALI-Leuchte für euch vorbereitet. Das ist so ein LED-Spot, der mit einem separaten Treiber, man kann auch Dimmer dazu sagen, arbeitet. Und das ist ein klassischer DALI-Treiber bzw. DALI-Dimmer. Das heißt, hier ist der Bus einmal angeschlossen, der DALI-Bus, der übrigens zu jeder weiteren DALI-Leuchte auch hingeführt werden kann. Das ist eine Parallelschaltung letztendlich. Und es ist eine Spannungsversorgung angelegt, sowie das Ende der Busleitung auf unser DALI-Gateway aufgelegt. Und jetzt werden wir im nächsten Schritt dieses DALI-Gateway bei uns in der Homatic IP-App einrichten. Dafür muss einerseits die Spannungsversorgung hergestellt werden. Es muss ein Netzwerkkabel am DALI-Gateway angeschlossen sein und dieses natürlich auch mit eurem Router verbunden werden und eben die Busleitung angeklemmt werden. In der App klickt ihr dann bitte einfach nur auf Gerät anlernen, so wie ihr es von jedem anderen Produkt kennt, egal ob Funk, Wired oder aber eben jetzt hier bei dem DALI Gateway, Anlerntaste drücken an dem Produkt und die letzten vier Stellen der Seriennummer eingeben. C8E6 und bestätigen. So, bei dem DALI Gateway müsst ihr beim Anlernen tatsächlich auch am Gerät selbst nochmal eine Kleinigkeit konfigurieren. Es muss nämlich die Bussuche gestartet werden. Das heißt, das DALI Gateway schaut erstmal nach, welche Leuchten hängen am Bus und adressiert sie einmal der Reihe nach durch. Das können bis zu 32 Adressen sein. Dafür müsst ihr am Gateway, wie hier beschrieben in der App, bitte einmal lang auf die Select-Taste drücken, dann einmal kurz auf die Channel-Taste und dann nochmal lang auf die Select-Taste. Ich mache das einmal für euch. Nachdem ihr das hier einmal durchgeführt habt, am Gateway selbst, adressiert, wie gesagt, das Gateway einmal alle Leuchten durch und ihr könnt auch bereits an einer kleinen Kennzeichnung im Display erkennen, wie viele Leuchten gefunden wurden. Hier bei mir ist das jetzt eine einzige Leuchte, weil ich nur eine einzige DALI-Leuchte am Gateway angeschlossen habe. Dann klickt ihr bitte auf Weiter, wählt einen Raum für das Gateway aus. Das wird in der Regel irgendwo in der Elektroverteilung sitzen. Es ist ja ein rein Einbaugerät, deswegen erzeuge ich mir hier einfach mal einen neuen Raum, nämlich die Technik, und füge dort dieses Gerät hinzu. DALI Gateway ist der Name, auch den können wir so lassen. Und dann sehen wir hier bereits, dass am Gateway ein Ausgang tatsächlich jetzt zuzuordnen ist. Alle anderen sind ausgegraut, wie ihr erkennen könnt. In Summe 32 Adressen. Die erste Adresse wurde jetzt vergeben für diese Leuchte. Einfach dann bitte auf diesen gefundenen Ausgang draufklicken. Nun habt ihr die Möglichkeit, von hier auch einmal die Leuchte einschalten zu lassen oder ausschalten zu lassen. Falls es nämlich mehrere Leuchten am Bus sind, kann man damit sehr gut die korrekte finden. Ja, sonst weiß man ja gar nicht, ist es die Leuchte links im Wohnzimmer, ist es die Leuchte rechts im Wohnzimmer oder in der Küche. Also zur Identifizierung eine kleine Hilfe. Dann bitte auf Weiter klicken und für diesen Ausgang einen Raum auswählen. Das könnte hier vielleicht der Flur sein. Weiter. Auch einen Namen könnt ihr diesem Ausgang natürlich zuweisen. Hier würde ich jetzt einfach Deckenlicht wohnen wählen. Weiter. Und das Gerät ist angelernt. Der Ausgang, der erste Ausgang, das heißt die erste Adresse am DALI Gateway, wurde einem Raum zugewiesen und hat einen Namen bekommen. So, wären jetzt noch weitere Adressen gefunden worden, dann könnten wir diese natürlich auch zuweisen. In diesem Fall bleibt es bei einer Leuchte und mit Weiter schließe ich den Anlernvorgang ab. Natürlich könnt ihr auch jederzeit im Nachgang noch neue Leuchten am Bus anschließen. Diese müssen dann einmal manuell am Gateway selbst wieder über eine Tastenkombination adressiert werden und werden dann in der Geräteübersicht quasi im Gateway einfach wieder zugeordnet. Hier tauchen dann die weiteren Ausgänge, die adressierten Leuchten auf.
Ja, und nun können wir auch bereits im Flur, wir schauen dort einfach mal hinein, unsere DALI-Leuchte wiederfinden. Wie ihr seht, ich habe hier natürlich eine echt blöde Beschriftung vorgenommen. Ich habe diesen Ausgang Deckenlicht Wohnen genannt, obwohl es tatsächlich jetzt im Flur zu finden ist. Kann man natürlich jederzeit nochmal ändern, zeige ich euch einfach gleich nochmal schnell. Aber von hier können wir jetzt die Leuchte bereits einschalten, ausschalten und natürlich auch einen Helligkeitswert übergeben. Und das ist eben das Besondere an DALI-Leuchten. Ich fahre hier jetzt wirklich mal ziemlich weit die Helligkeit runter, bis auf 2%. Und diese Leuchten, weil sie eben perfekt zum Treiber passen, lassen sich wirklich fast stufenlos von 0 bis 100% sauber hoch und runter dimmen. Ja, falls ihr, wie ich jetzt mal den Namen des Gerätes nochmal ändern wollt, des Ausgangs nochmal ändern wollt, geht einfach in die Geräteübersicht hinein, sucht das DALI Gateway und schiebt hier einmal bei iOS-Geräten von rechts nach links rüber und dann nennen wir diesen Ausgang einfach Deckenlicht Flur. Am DALI Gateway können natürlich nicht nur klassische dimmbare Leuchten adressiert werden, sondern auch Tunable White Leuchten oder aber auch RGBW Leuchten. Alle lassen sich hier am Gateway am Bus anschließen und können dann später in der Homatic IP Welt mit verwendet werden. Auch beispielsweise in Lichtszenen oder in Gruppen sowie Automatisierungsregeln. Eine Besonderheit, die wir hier beim DALI Gateway noch haben, ist, dass ihr die gefundenen adressierten Leuchten auch zu einer Gruppe hinzufügen könnt und somit ein neues Gerät baut. Stellt euch vor, ihr habt ein Wohnzimmer, in welchem 6 dieser DALI Leuchten verbaut sind. Dann hättet ihr 6 einzeladressierte Leuchten. Könnt ihr aber, indem ihr in die Geräteübersicht geht und dort das DALI Gateway aufruft, zu einer DALI Gruppe zusammenfügen. Das heißt, da würden dann quasi die Wohnzimmerleuchten 1 bis 6 platziert werden und als ein einzelnes Gerät dann später auch natürlich aus der App heraus steuerbar sein. Das heißt, ihr könnt diese eine Gruppe quasi manuell ein- und ausschalten oder aber auch mit einem Taster verknüpfen oder in einer Automatisierung verwenden. Des Weiteren gibt es noch für RGBW-Leuchten ein cooles Feature, das nennt sich Dynamic Daylight. Dabei wird die Farbtemperatur des Leuchtmittels quasi angepasst an die Tageszeit. Ja, wie ihr wisst, braucht der Körper quasi zu unterschiedlichen Tageszeiten auch unterschiedliche Farbtemperaturen und das geschieht dann vollautomatisch über die Dynamic Daylight-Funktion, die ihr aktivieren könnt. Ja, wirklich ein super spannendes Produkt, das DALI Gateway, um eben professionelle Leuchten, DALI-Leuchten, egal ob Tunable White oder aber auch RGBW, mit in die Homatic IP-Welt zu übertragen und dort mit Wandtastern, Bewegungsmeldern oder aber auch in Automatisierungsregeln zu nutzen. Ich wünsche euch viel, viel Spaß dabei und wenn ihr Fragen habt, dann ab damit in die Kommentare. Und natürlich wie üblich gerne einen Daumen nach oben da lassen. Bis zum nächsten Mal.